Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Pflegekammern. Zunächst die Position der Piraten in Nordrhein-Westfalen. Es gibt keine direkte Position zu Pflegekammern an sich. Es gibt aber eine Position zu Kammern im Allgemeinen. Und da sprechen wir uns im Grunde gegen Kammern mit Zwangsmitgliedschaften aus. Frau Kollegin Schneider hat ja gerade auch schon so ein bisschen geschildert, deswegen will ich nicht weiter darauf eingehen, welche Probleme eben Zwangsmitgliedschaften dann eben auch für die betroffenen Personen dann mit sich bringen und eben nicht unbedingt dazu führen, dass hier eine Verbesserung der Situation der Pflegekräfte im Allgemeinen zu erreichen ist. Ich will auf die beiden vorliegenden Anträge eingehen. Jetzt haben wir gerade, glaube ich, schon, also auch der Laie in dem Bereich festgestellt, dass es offenbar irgendwie ein umstrittenes Thema ist, diese Pflegekammern. Jetzt haben wir festgestellt, dass die Diskussion hier im Landtag Nordrhein-Westfalen seit ungefähr 10 Jahren geführt wird. Wir haben auch festgestellt, dass es in den Bundesländern, in den anderen Bundesländern auch völlig differente Auffassungen und auch Umsetzungsvorhaben des Themas Pflegekammern gibt. Jetzt kommt dann die CDU-Fraktion daher, legt dann uns hier einen Antrag vor und sagt, dieser Antrag soll direkt abgestimmt werden. Das finde ich ein bisschen schade und ehrlich gesagt, Herr Kollege Burkhardt, auch dem Thema ja nicht wirklich angemessen. Gleichwohl stehen wir inhaltlich zumindest hinter dem Beschlusstext, der in Ihrem Antrag steht. Wir finden die Idee gut, die Befragung zu machen. Die haben wir ja auch schon gehört. Die gibt es in verschiedenen Bundesländern auch. Und auch in verschiedenen Bundesländern sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich beziehungsweise teilweise auch sehr knapp, sodass ich es für erforderlich halte, dass wir hier in unserem Bundesland halt eben auch eine konkrete Umfrage machen. Insofern, der Schritt an sich ist richtig. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass wir wirklich noch mal im Ausschuss das Thema aufgreifen und dann auch, und da komme ich auf den Entschließungsantrag von SPD und Grünen, und dann auch zum Beispiel eine durchaus große, sinnvoll geführte Anhörung durchführen mit den entsprechenden Experten. Meine Meinung ist allerdings, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Wir können beides machen. Mir ist ehrlich gesagt auch Wumpe, ob jetzt die Landesregierung in der Verantwortung ist, eine Befragung auf den Weg zu bringen oder ob wir das als Ausschuss machen. Mir wäre wichtig, dass wir am Ende halt eben eine entsprechende Umfrage tatsächlich machen. Ich möchte gerne, dass wir im Ausschuss über die Ausgestaltung der Umfrage halt eben reden. Da an der Stelle ist dann halt auch eben die direkte Abstimmung auch nicht so ganz hilfreich. Sie sehen, aus Piratensicht sind beide Anträge, sowohl der Originalantrag der CDU, irgendwo zustimmungsfähig, weil die Position dahinter richtig ist, obgleich er ein wenig tendenziös in Richtung Einführung von Pflegekammern schon geht, aber okay. Aber auch der rot-grüne Entschließungsantrag ist ebenfalls für uns zustimmungsfähig. Gewünscht hätten wir uns eigentlich eine Vermischung von beidem. Noch größer wäre mein Wunsch gewesen, das eben im Ausschuss gemeinschaftlich dann eben zu beraten. Mein Appell wäre tatsächlich, hier vielleicht noch mal ganz kurz in sich zu gehen, dass wir beide Anträge in den Ausschuss mit reinnehmen, da wirklich eine sachlich fundierte Debatte führen und danach Beschlüsse fassen über Parteigrenzen hinweg. Parteispielchen eignen sich hier nicht für dieses Thema. Und dass wir dann einen Beschluss fassen, wie wir mit diesem Thema hier in Nordrhein-Westfalen umgehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie die paar Minuten der Rede der Ministerin vielleicht noch dazu nutzen, da einen kleinen Schwenk in diese Richtung gehen und die Anträge in den Ausschuss mit reinnehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Düngel.